Meine Damen und Herren, herzliche Grüße hier heute von der größten und wichtigsten Landwirtschaftsmesse in der Republik Belarus, die Bel Agro. Sie findet in diesen Tagen hier etwas außerhalb von Minsk statt. Es gibt, wie Sie sehen, im Hintergrund Aussteller von Geräten, es gibt Aussteller von Nutztieren und von landwirtschaftlichen Produkten. Es ist die wichtigste Messe für Belarus und in einem ganz wichtigen Wirtschaftszweig für Belarus. Landwirtschaft nimmt hier noch einen sehr großen Stellenwert ein. Es werden produziert Getreide, es wird Fleisch produziert, es werden Milchprodukte produziert, das sind so die wichtigsten. Und diese Produkte werden im Wesentlichen nach Russland exportiert. Der Exportanteil in die Europäische Union beträgt gerade einmal 3,5%. Präsident Lukaschenko hat in den letzten Monaten die Devise ausgegeben, doch die Absatzmärkte zu diversifizieren. Der Grund dafür ist, dass es immer wieder Schwierigkeiten gibt, gerade im Absatz von Fleischprodukten, Molkereiprodukten nach Russland. Ja, Russland und Belarus sind in der Eurasischen Wirtschaftsunion und die ist eigentlich aus belarussischer Perspektive dafür gedacht, dass Waren einfach und unkompliziert gehandelt werden können, ohne Zölle und ohne nicht-tarifäre Handelshemmnisse. Das Ganze funktioniert jedoch nicht immer und nicht immer reibungsfrei. Im Moment gibt es so etwas wie einen Milchkrieg. Da gibt es Schwierigkeiten, die Molkereiprodukte aus Belarus nach Russland abzusetzen. Erstmals haben nun die Organe der Eurasischen Wirtschaftsunion hier Russland dazu angehalten, diese Importbehinderungen abzubauen. Das sind also wichtige Entwicklungen, die wir hier auch sehen in politischer Art und Weise. Wird die Eurasische Wirtschaftsunion genau das erfüllen, wofür sie aus belarussischer Sicht zumindest gedacht ist, nämlich den Handel und den wirtschaftlichen Austausch zu fördern? Ja, das ist natürlich ein Thema auf der Bel Agro, aber es geht auch um innovative Produkte, es geht um grüne Wirtschaft, es geht um regenerative Energien und andere Aspekte mehr. Wir sind heute hier, um uns davon ein Bild zu machen, denn wie gesagt, Landwirtschaft ist wichtig für Belarus und die wirtschaftliche Entwicklung in Belarus ist wichtig für uns in der Europäischen Union, denn es ist ein Nachbarstaat der Europäischen Union und aus unserer Sicht sollte es ja hier auch eine positive Entwicklung geben. Schauen wir uns das Ganze mal an. Schönes Wetter außerhalb von Minsk, ein toller Tag. Ich wünsche Ihnen alles Gute, Grüße hier herzlich aus Belarus, bleiben Sie uns treu und auf bald. Eins habe ich noch vergessen, ich werde noch einen interessanten Artikel in die Kommentarliste legen zum Thema Landwirtschaft für den, der sich etwas mehr noch informieren möchte. So, jetzt aber alles Gute, auf bald, Ihr Wolfgang Sender.